Weiß? Woher wusstest du? Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Reine Neugier. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Lass Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Du erwartest eine Entschuldigung? Nein. Ich darf aber doch trotzdem überrascht sein, oder? Rittersporn ist auf der Tempelit. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cessna Angel. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen.
Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal.